Ein schöner Sommertag. Ich muss mit Vati sprechen. Er hat mir etwas Wichtiges zu sagen. Und ja, damit heiße ich euch recht herzlich willkommen bei Staffel Nummer 2 von Enderal. Ich musste gezwungenermaßen die erste Staffel abbrechen, da es zu technischen Problemen kam und mein Speicherstand leider nicht mehr rekonstruierbar ist. Und es wurde sich gewünscht von der Community, dass ich dieses Spiel nochmal von vorne anfange und so lange spiele, bis wir es irgendwann mal geschafft haben. Und da muss ich euch erstmal einen herzlichen Dank für aussprechen, weil das ist nicht so selbstverständlich. So, ja, jetzt wollen wir mal anfangen. Guck dir das an. Da fliegen Vöglein. Wobei das jetzt schon ein richtig großer Vogel ist. Und wir sind hier aufgewacht auf dieser schönen Kutsche. Und jetzt muss ich erstmal irgendwie runterkommen. Upsa! Und ich fühle mich so klein in dieser unwahrscheinlich großen Welt. So, wir gucken uns natürlich wieder um. Ah, gucke mal, hier sind ein paar Kürbisse. Hier ist sogar... Oh, Salat! Ich möchte gern Salat essen. Es geht leider nicht. Schade, dass ich den nicht einpacken kann. Genauso wie hier dieser... Ich wollte schon fast sagen Picknickkorb. Aber das können wir leider nicht mitnehmen. Hier sind ein paar Kartoffeln, ein paar Kürbisse. Wir gehen nochmal hier hoch. Weil hier haben wir auch nochmal einen schönen Korb voll. Und hier könnten wir uns schlafen legen. Ich gehe mal von aus, dass wir hier auch, ich sag mal, schon so einige Sternstunden erlebt haben. Hier auf diesem schönen Fleckchen Erde. Was ist denn das da hinten? Oh oh. Es sieht nicht so schön aus. Oh mein Gott. Drei Kreuze und drei brennende Personen. Ich frage mich ja so ein bisschen, was es damit auf sich hat. Hier brennen auf jeden Fall... ja, Menschen, die wahrscheinlich vorher da irgendwie dranhingen und jetzt qualvoll verbrannt sind. Ich wüsste gerne darüber mehr. Es wirkt so ein bisschen, wenn man so vom Weiten kommt und das Kreuz so sieht und man sieht, wie die da festgehangen sind. Und man sieht es ja hier auch, dass die Füße so aneinander sind. Das hat irgendwie was vom christlichen Glauben tatsächlich. So ein bisschen ein anderer Jesus-Verschnitt, sage ich jetzt mal. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Wir bewegen uns weiter. Oh, wir tollen hier durchs Gras. Tralala, lalala. Oh, oh, oh. Oh, guck mal, ein kleines Teddychen. Oh, dich möchte ich mitnehmen. Aber ich kann dich leider nicht mitnehmen. Du wirst für immer und ewig an dieser Stelle sein. Mach's gut, Teddy. Dieser Anfang, ich möchte es euch nur nochmal sagen, ich finde ihn schon allein mit dieser Musikuntermalung und mit diesem Sonnenstrahlen und dieser, ich sag mal, dieser Lage hier einfach wunderschön. Und ich genieße das gerade, dieses Spiel nochmal von Anfang an erleben zu dürfen, weil das ist auch schon ein bisschen her und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Ich lasse mir auf jeden Fall dieses Mal ein bisschen mehr Zeit. Oh, Waschfrauenpilz wurde im Inventar hinzugefügt. Ich habe die nämlich gerade gepflückt. Warum auch immer ich das gemacht habe. Oh, guck mal. Oh. Ein Pferd. Na, Ferdinand? Was? Das nennt bestimmt jeder Ferdinand am Anfang. Oh. Na, du Zossen. Tok, 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 tok.
Ja, ganz braver bist du. Ja, du kannst mir... Willst du mich umlaufen? Da, du kommst nicht auf die Idee, mich umzulaufen. Aber du guckst mich an. Voll süß. Hier scheint jemand gewohnt zu haben. Hier ist was abgefackelt. Hier qualmt es. Oh, oh, oh. Da war gerade ein Schatten. Was ist denn das da oben? Das ist mir beim letzten Mal aber auch nicht aufgefallen. Da schaut quasi jemand auf uns herab. Warte mal. Ich weiß nicht, ob man das auf YouTube sieht, aber ich bin der Meinung, man sieht da oben ein Gesicht drinne. So sinnbildlich, dass jemand auf uns herabschaut. Da auch noch meine Statue. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise noch hingehen mag. Und hier ist ein Buch. Die Nahrhaftigkeit des Fleisches. Fleisch ist Leben. Das wussten selbst die Aschevölker, die diese Welt vor uns besiedelten. Jedes Mal, wenn sie einen Feind in der Schlacht besiegten, rissen sie ihm Wieso verlese ich mich denn? Das gibt's doch nicht! Backpfeife hier! Au, au! Nochmal! Fleisch ist Leben. Das wussten selbst die Aschevölker, die diese Welt vor uns besiedelten. Jedes Mal, wenn sie einen Feind in der Schlacht besiegten, rissen sie ihm Leber und Herz aus dem Leib und verspeisten sie zusammen mit ihrer Familie. Denn jeder weiß, dass die Kraft des Besiegten auf einen übergeht. Aber da wir in einer Zeit leben, in der der Verzehr von Mitmenschen unsinnigerweise als Barbarei angesehen wird, müssen wir die Freude des blutigen Fleisches uns mit tierischen begnügen. Ich nehme das Buch einfach mal mit, man weiß ja nie. Ich bin doch total aufgeregt. Weißt du, bei dem ersten Buch sich gleich verlesen. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, wenn ich ein Buch vorlese, dann muss ich dichter an den Monitor. Es liegt tatsächlich daran, wenn ich hier ganz normal sitzen bleibe, ich verlese mich ständig. Das ist mir schon bei so vielen Spielen aufgefallen. Das ist furchtbar. Oh, guck mal. Da fliegen sie. Die ganz, der Vogelschwarm. Oh, gucke. Oh, ist das schön hier. Ein schöner Teich. Yippie! Warte mal. Yippie! Wir sind im Wasser. Ich kann mich auch leider nicht ducken, aber ich scheine ein sehr, sehr kleiner Mensch zu sein. Oder was auch immer ich bin. Oh, hier, guck mal, diese schönen Blümchen. Ich weiß nicht, hier gab es ja noch ein bisschen was zu sehen. Ich muss mich hier nochmal ein bisschen umgucken. Ich weiß nicht, beim letzten Mal habe ich eigentlich, ich glaube, alles angesteuert. Das werde ich auch diesmal wieder machen. Nur so ein bisschen für den Ablauf des Spiels, zu dem Ablauf des Spiels. Ich werde... Oh, gucke mal. Da ist nochmal die Nahrhaftigkeit des Fleisches. Und da haben wir eine Puppe. Ich will dich mitnehmen. Ich will dich knuddeln. Wir sind ja jetzt... Ich sage mal... Ein kleiner, also noch klein. Deswegen müssen wir ja mit Fatih sprechen. Und ich werde versuchen, dieses Spiel so zu spielen, als ob ich es zum ersten Mal spiele. Na? Du Fasan, du. Wo bist du hin? Okay. Wo ist er hin? Ja, lauf gegen den Baum. Ja, los, lauf. Lauf, sonst fress ich dich. Okay, es läuft vor mir weg. Es hat anscheinend Angst vor kleinen Kindern. Wir scheinen sehr angsteinflößend auszusehen. Und da haben wir einen Altar. Der Altar der Tugend. Ich will für meine Sünden bestraft werden. Ich habe zuletzt unten in den Teich gekackt. Oh je, ich kann doch nicht mal ernst bleiben. Lese bekritzelter Zettel. So, jetzt muss ich dich daran.
So? Weil das ist ja klein geschrieben. O Herr, o Schöpfer, ich höre dich rufen. Ich fühle deine Liebe. Ich weiß um dein Opfer. Ohne dich bin ich nichts. Ein Zweig im Strom der Zeit. Ein Schaf ohne Hirte. Befreie mich meiner Laster und vergib mir meine Sünden. Vergib auch meinem Weib und meinen Kinde. Erlöse mich von meinen Schmerzen und beglücke uns mit deiner immer wärmenden Gnade. Ja, den lassen wir aber liegen. Den nehme ich nicht mit. Das soll ja sozusagen unsere Sünden wegbekommen, dieser Zettel. Deswegen liegt er da nämlich. Und, ja. Oh, ich kann hier gar nicht so aufgedreht spielen. Ich bin eigentlich total aufgedreht heute, aber gerade weil diese Musik so entspannt ist, ne? Da redest du automatisch schon so richtig ruhig. Da könnte man bei einschlafen, glaube ich. Da, da, da. Oh, guck mal. Hallo, Vati. Oh, hey, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Und, nicht? Mein Kind, wie war die Suche? Hast du es finden können? Wo sind wir hier, Vati? Wo wir hier sind? Zu Hause natürlich, mein Dummerchen. Was ist das denn für eine Frage? Nur Schwesterchen, Mutter, du und ich. Und jetzt sag, wie war die Suche? Hast du es gefunden? Nein, hab ich nicht. Oh. Schade. Vielleicht suchst du ja einfach nur an den falschen Orten. Hast du daran schon mal gedacht? Könnte sein. Wer weiß. Ich schlage vor, du gehst jetzt erstmal rein und schaust, ob du Mutter drinnen ein wenig beim Kochen zur Hand gehen kannst. Der Schöpfer war nämlich heute gnädig zu uns und hat mir einen dicken, fetten Elch vor den Bogen getrieben. Alles klar? Oh ja, alles klar. Dann gehe ich mal rein. Was ist? Geh schon mal in die Küche vor. Ich komme gleich nach. Okay, hacke noch ein bisschen Holz Das ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. Da ist ja Blut drauf! Mit dieser Axt hat er bei dem Elch den Kopf abgeschlagen. Höchstwahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Da hinten läuft auch was. Da läuft auch ein Elch. Es brennt auch noch. Ich dachte schon, das hätte jetzt vielleicht ausgegangen. Dann wollen wir mal in das Haus gehen und das Huhn bestaunen. Es wirkt irgendwie ein bisschen ausgestopft, ne? Ach doch, es bewegt sich. Ich dachte schon. Dass dieses Huhn da überhaupt sitzen bleibt, so neben ihm. Das ist echtes Vertrauen. Er muss eigentlich nur mal ausholen mit der Axt und dann ist das Huhn mal gewesen. Ah, hier, Wäsche. Zum Trocknen hingehängt. Tür öffnen. Türe schließen. Oh. Das nenne ich mal eine schöne Sache. Und hier gibt es ein paar Tomaten. Ich nehme mir aber keine raus. Oh, hier Besteck. Eine Silberurne. Hier haben wir einen Silberkelch. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die Grafik noch mal ein bisschen angehoben wurde. Oh. Alter, was war das denn? Ich habe mich gerade voll erschrocken. Oh, gucke mal hier. Da liegt das Herz. Hier ist eine Brezel. Oh. Oh, lese Fatis herzhafte Fleischpasteten. Das habe ich letztes Mal nicht gehabt. Zutaten. 2 Pfund gehacktes Fleisch. 1 Glas Mehl. 1 Handvoll zerstampfter Knoblauch, eine Handvoll gemahlenes Flüsterkraut, 1/2 Glas Fleischbrühe und eine Prise Zucker. Mhm. So kriegen wir also Fleischpaste. Das ist ja schön. Nehme leere Weinflasche. Jetzt könnte ich mich hier noch besaufen. Und die kriege ich nicht auf die Tür. Ihr könnt dieses Schloss nicht knacken. Ihr benötigt einen Schlüssel.
ob ich vielleicht die Schlüssel finden kann? Das würde mich mal interessieren. Warum ist es jetzt Nacht? Lese die Kunst des knusprigen Fleisches. Wer kennt das nicht? Du freust dich auf ein schönes, knuspriges Stück Fleisch nach einem Tag harter Arbeit, aber dein nutzloses Kind, dem du die Zubereitung aufgetragen hast, gibt dir anstelle dessen ein verkohltes Etwas? Du züchtigst es, aber das Problem bleibt. Du hast Hunger. Also bleibt dir nichts anderes übrig, als es selber zu machen. Zur Feuerstelle gehen, ein großes, blutiges Stück aus dem Tier herausschneiden und ab damit in den Kessel. Und siehe da, langsam beginnt der angenehme Duft von verbranntem Leben in dir die Nase zu steigen. Gibt es etwas Schöneres? Ich glaube nicht. Oh Gott, die Bücher, die sind etwas verstörend. Das ist, naja, und hier überall Nahrhaftigkeit des Fleisches und so weiter und so fort. Die Kunst des knusprigen Fleisches. Ich weiß gar nicht, warum man so viele gleiche Bücher haben muss. Ich verstehe es nicht. Was haben wir da? Die Kunst des knusprigen Fleisches. Und da liegt sogar eine Puppe drauf. Die Frage, die ich mir ja stelle, ob ich da reinkomme. Komme ich denn eigentlich... Alter! Ich bin hier letztes Mal nicht rausgegangen, als es draußen dunkel geworden ist. Aber warum ist das auf einmal so schlagartig dunkel? Gibt es hier noch irgendwas zu sehen, wenn es dunkel ist? Ich bezweifle es. Es ist einfach nur dunkel. Ich springe hier gerade mal ein bisschen rum. Ich bin nämlich gerade mal ein bisschen neugierig. Aber ich glaube tatsächlich nicht. Das sind Glühwürmchen jetzt. Ist das schön. Ich kann ihn auch leider nicht beklauen, ne? Weil ich mich nicht ducken kann. Aber dieses Lachen scheint das irgendwie ausgelöst zu haben. Dass es plötzlich Nacht wurde. Nehme Messer. Wir müssen uns ja bewaffnen, man weiß ja nie. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Schlüssel hier nicht liegt. Oder die Schlüssel. Na gut, bevor wir... Boah, Alter, voll das verstörende Bild. Da ist ja das Bild da vorne noch richtig schön ging. Was haben wir da? Oh oh. Nun denn... Dann wollen wir mal hier hinein. Hey! Oh weh, ich hatte ganz vergessen, was das für eine Sauerei hier drin ist. Aber übertrieben habe ich nicht, oder? Ein richtiges Prachtstück der Gute. Also, dann würde ich mal sagen, wir machen uns an die Arbeit, oder? Aber was ist mit Mutter und Schwesterchen? Was? Ach siehste, das habe ich total vergessen. Die sind doch tot, weißt du nicht mehr? Du hast sie damals ermordet, alle beide. Aber ist doch eigentlich auch egal, oder? Was passiert ist, ist passiert. Und so bleibt immerhin mehr Fleisch für uns übrig. So, weißt du noch, wie das geht? Erst weg mit der Haut, dann auf mit dem Bauch. Dann raus mit den Gedärmen. Ich suche in der Zeit nach einem schönen, großen Messer, damit wir ihm den Kopf abtrennen können. Den will ja niemand essen. Der macht mir voll Angst. Aber ich habe die beiden nicht getötet. Das waren die Männer mit den Masken. Ach, mein Dummerchen. Was soll denn das jetzt schon wieder? Wir wissen beide, dass das eine Lüge ist. Du warst es. Ich weiß es noch ganz genau.
Als erstes hast du Schwesterchens Krippe angezündet. Sie hat doch dann so schrecklich laut geschrien, weißt du nicht mehr? Mutter hat es mitbekommen und wollte sie retten. Aber als sie endlich oben war, war da nur noch verbranntes Fleisch übrig und... Ach, warum kommst du eigentlich immer wieder mit der alten Geschichte? Kannst du mir das mal erklären? Du weißt doch, wie unglücklich es mich macht, wenn du das tust. Du hast sie ermordet. Punkt aus, fertig. Und egal, wie oft du es abzustreiten versuchst, es ändert nichts daran. Verstehst du? Gar nichts. Jetzt lass uns bitte endlich essen. Ich bin so verflucht hungrig. Ja, ich auch, aber ich hab sie, die beiden nicht getötet. Das waren die Männer mit den Masken. Beim Namen des Schöpfers. Was sollen diese Lügen? Reicht es denn nicht, dass du uns ermordet hast? Was? Musst du mir auch immer und immer wieder mit diesem verdammten Gejammerer auf die Nerven gehen? Uns? Manchmal wünschte ich, der Schöpfer hätte mich nur ein klein bisschen weniger barmherzig, ein klein bisschen weniger gutgläubig geschaffen, weil ich dann nämlich rechtzeitig erkannt hätte, dass du von Sünde befleckt bist. Und anstatt dich großzuziehen, durchzufüttern und dir Liebe zu schenken, hätte ich dich gleich nach deiner Geburt in den Pferdetrog gesteckt, so wie es richtig gewesen wäre. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, ich hätte dich töten Was? Sollen. Aber... Ich hätte dich einfach töten Nein! Genauso wie du uns getötet hast. Aber... Und jetzt glaubst du, du wärst sicher, weil wir alle unter der Erde liegen, was? Nein. Na dann hör mal gut zu, mein Kind. Da hast du dich geschnitten. Und weißt du auch warum? Nein, ich will's gar nicht wissen. Weil die Toten nicht vergessen. Hilfe! Die Toten vergessen nicht. Hilfe! Und jetzt genug des Geredes. Ich will endlich essen. Bring mir das Fleisch, du verzogenes Volk. Bring es mir. Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Was passiert Bring dir? Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Ja! Bandit, ein schöner Sommertag. Alter, diese Szene. Beginnen wir mit einer Frage. Vielleicht wird sie euch simpel erscheinen, aber dennoch bitte ich euch, darüber nachzudenken. Was unterscheidet einen freien Menschen von einem Sklaven? Für nun jedoch beginnen wir diese Geschichte, wo eine andere vor 3 Jahren endete. Beim Fall der Lichtgeborenen. 4000 Jahre hatten sie über diese Welt geherrscht. 7 Arkanisten. Durch Magie unendliches Leben erlangt hatten. Sie gaben der Menschheit in einer Zeit des Chaos das, was sie ihrer Meinung nach brauchte. Eine harte, aber beständige Herrschaft. Binnen eines einzigen Jahrhunderts einten sie die zerfallenen Länder. Und nur ein weiteres Jahrhundert später war ihr menschlicher Ursprung vergessen. Sie wurden zu Göttern oder Lichtgeborenen, als die sie sich verehren ließen. Doch je länger sie herrschten, desto mehr Stimmen wurden laut, die sie der Tyrannei bezichtigten. Die lauteste davon war Linara zu Arantias. Und ihm gelang schließlich das Unmögliche. Das einzige erleuchtete Religion ist ein brennender Tempel. Er scharte eine Armee um sich, stürzte die Lichtgeborenen und schenkte den Menschen ihre Freiheit wieder. Der Preis dafür war jedoch verheerend. Denn wo Machtlücken entstehen, entbrennen Kämpfe. Und so geriet die Welt in den Zustand, in dem sie sich heute befindet. Zerfallen, zerrissen und zerbrochen. All das waren gute Voraussetzungen dafür, dass niemand in all dem Chaos eines bemerkte. Der Tod der Götter hatte noch etwas anderes in Bewegung gesetzt. Ein Uhrwerk, das lange stillgestanden hatte und dessen Zahnräder sich nun langsam wieder zu drehen beginnen. Dies ist die Geschichte eines Menschen, der frei sein wollte. Und dieser Mensch sind wir. Hey, Ruhe, verdammt noch mal! Willst du das ganze Schiff wecken, oder was? Was? Wie? Was meinst du denn? Ach, bitte entschuldige, das war eben etwas harsch. Ich bin einfach nervös, das ist alles.
Okay. Es war wieder der Traum, richtig? Ja. Wenn wir für jede Nacht einen Groschen bekämen, in der du, seit wir uns kennen, schreiend aufgewacht bist, wären wir jetzt vermutlich mit unserem eigenen Sternschiff nach Enderal unterwegs. Und nicht so. Manche Dinge ändern sich wohl nie. Hast du dich schon mal gefragt, ob du dich vielleicht tief in dir selbst verantwortlich machst? Also für das, was deinen Eltern passiert ist? Wie kommst du darauf? Naja, irgendeinen Grund muss es doch haben, dass du immer wieder diesen gleichen Mist träumst, oder? Ich meine, ich bin kein Gelehrter oder sowas, aber vielleicht wollen dir diese Träume ja irgendwas sagen, ich weiß nicht. Warum sollte ich? Diese Bastarde vom Schöpfertempel haben das zu verantworten, nicht ich! Resolut wie immer. Wahrscheinlich hast du recht. Aber wer weiß, vielleicht wird ja jetzt alles anders. Schon verrückt, welche Wege das Leben manchmal geht, oder? Hier sind wir, auf dem Weg in ein fremdes Land. Hättest du mir das vor ein paar Wochen erzählt, hätte ich dich für wahnsinnig gehalten. Wir sind doch auch wahnsinnig. Aber wenn diese Geschichten wirklich stimmen, dann gibt es keinen besseren Ort für einen Neuanfang. Nicht einmal Sklaverei soll es auf Enderal geben. Kannst du es glauben? Das ist doch unglaublich. Einzig und allein diese blinde Passagiersache bereitet mir Kopfschmerzen. Mir auch. Nicht nur dir, aber vielleicht können wir das Geld ja zurückzahlen, sobald wir da drüben eine Anstellung gefunden haben. Wir reden hier von 500 Groschen. Serious, selbst wenn wir da drüben Arbeit finden, werden wir das Geld vor allem erstmal für uns brauchen. Mach dir keine Illusion. Was wir hier tun, ist Diebstahl, nichts anderes. Leider. Aber gut, ist ja jetzt auch vergossenes Wasser. Ich hoffe nur, dass wir es als Fremdländer auf Enderal leichter haben als die in Nerim. Deine Mutter war doch auch ein Flüchtling damals, oder? Woher genau kam sie nochmal? Das hast du mir schon 100 Mal erzählt, aber ich vergesse es immer wieder. Ja, das ist die ganz große Frage. Und ich möchte einmal kurz noch was erzählen. Ich bin nämlich jetzt schon wieder in der nächsten Aufnahmesession, weil genau nach der Szene, wo der Vater das Fleisch gefressen hat und gebrannt hat und wir dann so auf ihn zugeflogen sind und dann das Bild schwarz wurde, ist das Spiel tatsächlich abgestürzt. Mittlerweile weiß ich, warum mir ständig das Spiel abgestürzt ist. Das muss auch damals so gewesen sein, als ich den PC noch nicht neu aufgesetzt habe. Und zwar, immer wenn ich den Kopfhörer über mein Mikrofon laufen lassen habe, ist Enderal irgendwie zusammengebrochen. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber seitdem ich das jetzt direkt anschließe an meinem, an mein Lautsprechersystem, funktioniert es um einiges besser. Ich habe keine Ahnung, warum das so war, aber hey! So, wir wollen jetzt mal endlich weitermachen. Und ich bin diesmal auch irgendwie der Meinung, wir sollten vielleicht mal die Texte vorlesen. Das habe ich letztes Mal nicht gemacht. Also für denjenigen, der die Texte nicht unbedingt lesen lassen möchte, lesen, sehen möchte, was weiß ich, der kann auch gerne ein bisschen vorspulen. Ich muss jetzt aber ein bisschen dichter an den Monitor. Es wird jetzt ein bisschen leiser. So, jetzt wieder lauter. Vorsicht. Ein Halbalt-Ateraner. Veteraner, den hatten wir ja letztes Mal gespielt. Auf dem sumpfigen Kontinent Myra Aranta, Aranat, aufgewachsen, zwang die durch einen jahrzehntelangen Krieg verursachte Zerstörung des Landes viele Ateraner zur Flucht in andere Länder, wo sie unterschiedliche Schicksale erwarteten. Manche verfolgten und missachteten sie ob ihrer angeborenen Magiebegabung. Manche vergötterten sie dafür. Viele Ateraner verdienen sich ihr Leben als fahrende Spielmannesleute. Dann haben wir noch einen Halb-Aratialer. Sehen, etwas anders jedenfalls aus. Und die Ateraner erinnern mich immer ein bisschen an die Hochelfen. Dem kargen, steppendurchzogenen Kontinent Aretial entstammend sind die Aretialer vor der Spaltung ihres Volkes geprägt. Während die nomadischen Steppenbewohner ihre panheistischen Bräuche pflegen, beachten die Küstenbewohner diese als primitiv und ringen um die Anerkennung als vollwertiger Teil der zivilisierten Welt. Dann haben wir noch den Halbkilen. Als abgeschottetes Volk sagt man den Bewohner des Gürtels von Kilee einen eigenbrötlerischen Geist nach.
Kilenen gelten als begnadete Geschäftsleute, ein Gerücht, was sich nicht zuletzt durch die auf den Inseln von Kile ansässigen Süßwasserhandelskompanien als Wahrheit erweist. Und dann haben wir noch einen halb, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Kyrana, das könnte tatsächlich so heißen. Kyrana entstammen dem namensgebenden Wüstenkontinent, der sowohl unfruchtbar und ungastlich gilt. Gleichzeitig aber als Wiege der Wissenschaft, der Mystik und der Kunst. Während viele Fremdländer Kyra für seine fortschrittliche Kultur bewundern, gelten sie gerade auf religiösen Kontinenten wie Enderal oft als sittenlos. Oha, das sind ja echt tolle Zeiten. Ich weiß nicht, wen wir nehmen. Also ich war eigentlich letztes Mal mit meinem Eteraner sehr zufrieden. Aus dem einfachen Grund, weil wir halt ziemlich viel mit Magie machen konnten. Weil wenn wir ein Halb-Eteraner sind, dann lernen wir die magischen Fähigkeiten besser. Und ich bin irgendwie so einer, ich weiß nicht, ich mag irgendwie so ein bisschen alles zu machen. Das heißt, ich schieße gerne mit dem Bogen, ich kämpfe gerne im Nahkampf und ich zaubere halt sehr gerne. Und deswegen nehmen wir den auch. So, dieses Mal werde ich aber mir ein bisschen mehr Mühe geben. Also, ich werde diese Folge... Ups, jetzt erstmal wieder ein bisschen hierher. Ich werde diese Folge auch länger als gewöhnlich machen, weil das ist ja jetzt immer noch die erste Folge, denke ich mal. Und da müssen wir jetzt mal gucken. Was gibt's denn hier? Gut, Geschlecht. Ich weiß nicht, weiblich nehmen wir, glaube ich, nicht. Oder doch? Eigentlich müssten wir dieses Mal... Ja, komm, für die zweite Staffel machen wir das jetzt mal wirklich so. Ich weiß zwar nicht, warum wir das machen sollten, aber ich finde, wir sollten es mal ausprobieren, weil man muss es ja einfach mal machen. Weißt du, dann haben wir es auch mal ausprobiert. Dann kann man nicht sagen, hey Terra, warum hast du denn diesmal nicht einen weiblichen Körper genommen? Ja, weißt du, ich bin ja auch halb weiblich. Was? Nein, vergiss das ganz schnell wieder. Tja, wie machen wir sie denn? Ich will jetzt keinen... Machen wir sie mal so? Voreinstellung, warum gibt es denn hier keine Voreinstellung? Ich will es gar nicht wissen. So, wollen wir mal den Hauttyp wählen? Oh Gott, hier mit Falten, weißt du, wir sind dann so eine richtig alte Oma, die hier rumläuft. Nein, ich sehe überhaupt keinen Unterschied zwischen dem letzten und dem ersten. Na doch, ein bisschen heller ist sie da. Wir machen das mal so. Schmutz lassen wir weg. Schmutzfarbe brauchen wir nicht. Eine Narbe. Naja, wir sind vielleicht ein bisschen geprägt. Ich weiß nicht, ob wir unbedingt eine Narbe haben wollen. Tattoo. Oh Gott. Das gucken wir uns jetzt mal kurz durch. Aber das dürften... Hier so Rouge, ne? Nee, das kann man so nicht machen. Tattoo-Farbe können wir auch noch ändern. Wir lassen das mal. So, Nasentyp. Ah, jetzt geht's los. Oh je. Bis wir die richtige Nase haben, wird das auch ein bisschen dauern. Hier, so eine kleine, zierliche Nase. Das ist eine Knollnase. Gucken wir mal. Kann ich näher ranzoomen? Nö. Würde schon fast sagen... Oh Gott, hier gibt's aber furchtbare Nasen. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie... Weiß ich nicht. Oder hier so eine ganz dicke, fette Knollnase. Ich bin ein... Weiß ich nicht. Ich bin ein weiß ich nicht. Das ist... das ist irgendwie meine Ausstrahlung. Ich bin ein weiß ich nicht. Es gibt wirklich furchtbare Nase. Es gibt aber auch wirklich keine Nase, wo ich sage, hey, die ist total toll. Nehmen wir jetzt einfach die. So, Nasenhöhe. Lassen wir mal auf normal. Die Nasenlänge können wir noch ein bisschen kürzen. Soll jetzt nicht zu groß sein. Kieferweite. Verändert sich da was? Ja, es verändert sich tatsächlich was. Ich glaube... Ja, es wird hier schmaler und dicker. Machen wir das mal so. Kieferhöhe. Machen wir so. Kieferstellung. Die lassen wir mal in der Mitte. Wangenknochenhöhe. Eigentlich ist da die Mitte schon am besten. Wangenfarbe. Ah, so ein bisschen rötlich sind die ja meistens. Also, machen wir. Lachfalten. Lassen wir mal weg. Untere Wangenfarbe. Ach, das gibt's auch noch. Wie sieht denn das eigentlich aus?
glaube, das sieht am natürlichsten aus. Mach mal nur untere, so Nasen. Kann das sein, dass das wie so ein Sonnenbrand dann ist? Ich weiß nicht. Wieso kann ich denn eigentlich das Kinn nicht verändern? Naja, Augentyp. So, mal sehen, was gibt. Es ist verdammt schwierig, da die richtigen Augen rauszusuchen. Boah, das sind aber auch Riesendinger. Wobei, ich glaube, ich kann die Größe auch noch verändern, ne? Augenfarbe. Wow. Alter, kristallblaue Augen. Das passt voll gut. Ich will mal nur mal durchgucken. Grün? Naja, sieht auch nicht schlecht aus. Diese Farbe war es ursprünglich. Da haben wir ein blindes Auge. Was ist denn das hier? Das ist gelb, oder? Ich glaube schon. Aber ich finde ja diese tiefblauen finde ich voll gut. So, Augenhöhe. Ich glaube, das lassen wir. So, Augenbreite. So ein bisschen. So, Augentiefe. Ich glaube, da kann ich die... Mensch. So, Lidschatten. Können wir gerne so ein bisschen aufsetzen. Lidschatten oben. Mensch, das ist ja richtig Make-up hier. Aber das betont das alles nochmal so ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, ich bin eigentlich... Ich bin ja mal ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht gerade so der Typ, der so total auf das mega fette Make-up steht. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich finde, das muss schon ein bisschen natürlich aussehen. Aber ich finde, der Lidschatten, der passt eigentlich wunderbar dazu. So, Augenbrauen. Ach du meine Güte, wie viel... Es gibt noch so viel zu machen, also... Das wird noch ein bisschen brauchen. Keine Augenbrauen, das sieht irgendwie ein bisschen beängstigend aus. Da fehlt dann noch irgendwas. Ja, das könnte man, glaube ich, nehmen. Ich finde immer, die gucken so böse. Ja, die Augenbrauen passen. Braunhöhe. Können wir ein bisschen flacher machen. Braunweite. Und Braunstellung. Jetzt müssen wir mal gucken, was dabei passiert. Naja, so viel passiert da jetzt nicht. So, dass es irgendwie auffallen würde. Lassen wir das mal so. So Mundart. Oh je. Ich glaube, hier geht... Ah, hier Kinn. Da kommt das mit dem Kinn. Ich habe mich nämlich schon gerade gewundert, wo das mit der Kinneinstellung war. Aber das kam dann doch weiter hinten. Gucken wir mal noch nach dem richtigen Mund. Das Problem, was ich jetzt gleich haben werde, ist einen Namen zu finden. Verdammt. So, Mundstellung. Das wird wahrscheinlich sowas sein wie freundlich gucken oder... Hä? Ach so, wie weit der rausguckt, den lassen wir mal auf normal. Sonst sieht das ein bisschen komisch aus. Kinnweite. Oh, ziemlich spitz. Ziemlich dick. Das lassen wir mal auf normal. Kinnhöhe passe ich ein bisschen an. Das finde ich sieht am besten aus. Wenn das Kinn so weit drin ist, weil wenn das so lang gezogen ist, ich meine, das sind zwar die Eteraner, aber wenn das Menschliche so ein bisschen durchguckt, das finde ich schon am besten dann. Kinnstellung, ich glaube, da könnte ich das dann vor und zurückziehen. Ich glaube, ich lasse das so. Lippenfarbe. Lippenfarbe. Oh je, das ist dann mit Lippenstift. Nein, das lassen wir so. So, Haare. Oh Gott. Jetzt geht's los. Pass auf. Nein. 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 Das würde schon wieder fast passen. Ich bin mal gespannt, wie lange ich im Endeffekt gebraucht habe für die Charaktererstellung.
Ich finde das so ein bisschen doof. Man kann natürlich im Nachhinein da nichts mehr ändern. Der Kopf sieht so klein aus, ne? Das ist aus irgendeinem Modpack. Oder das sind... Also diese Frisuren, die kommen mir so ein bisschen bekannt vor. Vor allem hier diese hier mit diesen glatten Haaren. Aber das passt irgendwie nicht in das Sample hier rein. Das auch nicht. Das ist ziemlich natürlich sogar. Ich tue mich gerade echt schwer. Ich glaube, das merkt man mal überhaupt nicht. Ich glaube, die Haare, oder? Ja, jeder hat dann natürlich wieder andere Geschmäcker. Das ist mir ganz klar. Bewusst und, weil das hier... Nee, das... Nee, das passt... Das passt zwar auch irgendwie total, aber nee, ich will die irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Es muss von vorne ansehnlich sein. Sogar diese kürzeren würden gehen. Da gucken die Ohren sogar so ein ganz kleines bisschen raus. Ich glaube, wir lassen das bei denen hier. Die Haarfarbe ist jetzt noch so ein bisschen entscheidend. Was kann ich denn hier für welche nehmen? Da ist das blond. Hier ist sogar tief schwarz. Also ich würde jetzt schon fast sagen, zu diesen Ätheranern passt mehr so ein... Es muss ja nicht ganz strohblond sein. Es kann auch so ein also so ein rotes Braun. Hier sowas. So könnte man es machen. Aber es passt natürlich hier, ne? Typisch deutsch. Blond mit blauen Augen. Nein, ich glaube, das ist es. Das ist es tatsächlich. So. Jetzt bin ich mal... So. Abschließen und Charakter benennen. Oh Gott. Scheibenkleister. Wie nenne ich sie denn jetzt? Nein! Also, das glaubt mir doch kein Schwein. Nein, natürlich nicht. Genau, M. Nein. Nein, das. Ich habe so viele Namen im Kopf. Ich glaube, ich nenne sie... Ja, genau. Isabel. Isabel mit 2 L. Ich glaube, das könnte man tatsächlich mal machen. Isabel von... Warte. Van... Es muss irgendwie so ein bisschen gehoben klingen. Isabel van... Was weiß ich? Van der Grum. Ja, natürlich. Das gibt's tatsächlich, den Namen. Aber ich möchte jetzt hier natürlich nicht irgendwen nehmen. Nein, komm, wir lassen das bei Isabel. Eine Eterna, richtig. Deine Mutter war eine der wenigen, die bis zuletzt mit ihrer Sippe in Mya blieb. Irgendwie zynisch, oder? Manche Schicksale scheinen Eltern an ihre Kinder weiterzugeben. Tja. Ja. Ja. Naja, ich werde mich jetzt erstmal ein paar Stunden aufs Ohr hauen. Du bist nämlich dran mit Wache... Moment. Hörst du das? Was soll ich hören? Verflixt noch eins. Da ist wer. Die Weiber von heute wollen einfach niemanden mehr, der ihnen den Hof macht. Das ist das Problem. Früher war das alles anders. Und jetzt genug gequatscht, wir sind da. Wo habe ich denn bloß diesen dämlichen Schlüssel hingesteckt? Scheiße, was wollen die hier unten? Die Lampe, schnell, mach die Lampe aus. Warum machst du die denn eigentlich nicht aus? Gut. Und jetzt bloß leise bleiben. Na bitte.
Hinein in die gute Stube. Boah, da stinkt hier drin ja wie die Eier des ersten Wartier. Wie soll diese Kiste nochmal aussehen? Klein und mit einem Zeichen des Zuckerinselbunds drauf, glaube ich. Ah ja, richtig. Weiß der schwarze Wächter, warum die Kapitänin das so kurz vor der Ankunft noch unbedingt haben will. Du schaust oben, ich unten, alles klar? Alles klar. Der kommt hier hoch? Oh Scheiße, die lassen uns keine Wahl. Wir müssen was tun. Du übernimmst den Alten und ich den Jungen, los! Ach, ich sehe doch nicht so schwach aus, dass ich gegen den Alten kämpfen muss. Ist ja wohl die Höhe. Moment mal, da ist wer. Wow! Einen Haken! Gib ihm einen verdammten Haken! Ja, ich hab irgendwie geschlagen. Eure Ausdauer ist gering. Ja, na super! Los, weich ihn aus! Ich hab grad ein ganz großes Problem. Ich bin hier kurz vorm Sterben. Warum sind denn jetzt beide auf mich los? Hallo? Nein. Heia! So. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war gar nicht geplant. Überhaupt nicht. Was machen wir denn jetzt bloß mit den beiden? Tja, gute Frage. Töten wir sie? Das ist sicherer. Nein, das würde auch zu meiner Person jetzt überhaupt nicht passen. Selbst wenn ich jetzt irgendwo erwischt werden würde und ich mich irgendwie, ich weiß nicht, durchschlagen müsste, ich käme nie auf die Idee, die zu töten, weil dann hast du hinterher noch mehr Probleme, wenn du das tust. Vielleicht sollten wir sie einfach uns einfach stellen. Vielleicht sollten wir uns einfach stellen. Das machen wir. Nachdem wir zwei ihrer Matrosen verdroschen haben? Großartige Idee, wirklich. Vor allem nach all dem, was man sich von dieser Frau erzählt. Wie nennen Sie sie doch gleich? Die Blutsirene? Oh, das klingt echt, Nein, das geht nicht. Scheiße, verdammt. Fesseln. Wir müssen sie fesseln und knebeln, das ist es. Der eine hat doch gesagt, dass es nicht mehr lang bis zur Ankunft ist. Ja, aber... Mit etwas Glück bemerkt bis dahin niemand, dass sie fehlen. Ja, aber... Komm, hilf mir suchen. Irgendwo muss ja hier ein Seil oder sowas rumliegen. Und ich dachte, wir hätten das Gröbste überstanden, nachdem wir es an Bord geschafft hatten. Oh, ich könnte mir die Kleidung mitnehmen. Die Blutsirene! Ja, so kann man sich täuschen. Alter, was ist denn das für ein Name für eine Kapitänin? Die Blutsirene! Also ich glaube, ich bin gerne hier auf dem Schiff. Also wirklich, wenn die uns doch nur... Wenn die uns findet und die sieht, dass wir die geknebelt haben und alles, dann haben wir ein echtes Problem, glaube ich. Interagiere Seil. Wo ist denn hier ein Seil? Ich sehe überhaupt nichts. Die Person ist beschäftigt. Na super, jetzt guckst du da in diesen Kack-Koffer, wollte ich schon sagen. Und ich darf natürlich wieder das Seil nehmen. Ich muss natürlich wieder alles machen. Klaro. Seelen. Die Wahrscheinlichkeiten haben sich gegen euch gewandt. Was zum... Wer seid ihr? Mein plötzliches Erscheinen verwirrt euch, aber meine Identität ist nicht von Bedeutung. Nicht? Ihr, lieber Sirius, seid es diesmal leider auch nicht. Was? Scheiße, erzählt niemandem von uns, bitte! Wir wollten doch niemandem etwas Böses. Diese Kerle sind einfach... Ihr bittet mich, euch nicht zu verraten, weil ihr nichts Böses im Sinn hattet. Und ich glaube euch. Okay. Aber leider werden meine Taten nicht von Mitgefühl bestimmt. Der erste Flügelschlag muss geschehen, damit sich die Wahrscheinlichkeiten fügen können. So wie sie es schon immer tun, seit Äonen. Okay. Es tut mir leid, Sirius. Was zum alles in der Welt? Nein. Was? Oh nein. Nein! Was tut ihr da? Ist sie von den Sith? Sie kann uns hoch... Ah! Sie hat Jedi-Kräfte gehabt, aber hallo. Kann uns einfach hochheben. Ihr beide habt euch die ganze Zeit über da unten versteckt und von unseren Vorräten gelebt, bis Rick und Sebald euch zufällig entdeckt haben. Daraufhin habt ihr die beiden verprügelt. Und als ihr sie fesseln wolltet, ist plötzlich eine verschleierte Frau aufgetaucht und hat euch mit Wildmagie überrumpelt. Richtig? Ja, ich weiß, es klingt verrückt, aber so war's. Bitte, Madame. Wir hatten einfach keine Wahl. Das müsst ihr uns glauben. Der Krieg, es...
Wir wollten doch einfach nur etwas Frieden. Und eine zweite Chance, mehr nicht. Frieden? Ja, ich verstehe. Ihr wolltet ein neues Leben in einem neuen Land. Und da mein Schiff das einzige ist, das seit den Kriegen überhaupt noch so weit fährt, wart ihr förmlich gezwungen, ohne Bezahlung mitzufahren. Ja, wir könnten für euch arbeiten, Madame. Das Deck schrubben, Kartoffeln schälen, irgendetwas, wie wir unsere Schuld abbezahlen können. Und wenn wir erstmal... Wirklich, wirklich herzerweichend. Aber seien wir doch mal ehrlich. Ihr hattet sehr wohl eine Wahl. Ihr hättet bei mir anheuern können, wie die anderen auch. Aber das habt ihr nicht getan. Stattdessen habt ihr euch in meinem Schiff eingenistet wie die Fleischmaden und auf den Schultern meiner Mannschaft ausgeruht. Und jetzt... Jetzt erzählt ihr mir irgendeine Scheiße von verschleierten Frauen und Wildmagie? Sagt mal, für wie dämlich haltet ihr mich eigentlich? Ich kenne eure Sorte. Ihr seid ehrlose Halsabschneider, Straßendiebe, nichts weiter. Habt wenigstens den Schneid und steht dazu. Was? Nein, wir... Ihr täuscht euch. Bitte, lasst mich erklären. Und ihr werdet... Eure Erklärung interessiert mich so viel wie ein Stück Dreck unter meiner Stiefelsohle. Richte ihn auf, Ruga. Aber Herrin, Sie... Tu es. Jawohl. Tut mir leid, Junge. Ihr hättet in Nerim bleiben sollen. Aber... Was? Aber das könnt ihr doch nicht tun. Oh doch, das kann ich. Nein. Bitte. Nein! Sirius? Lebst du noch? Na, sieh mal einer an, da ist jemand aufgewacht. Fesselt sie an ihren Kumpanen und dann schickt sie zu den Fischen. Und zwar schnell, bevor mir schlecht wird. Die Blutsirene! Viel Spaß in eurem neuen Leben. Die Blutsirene hat zugeschlagen, aber hallo! Boah!